So, hallo, liebe Freunde von YouTube und von Facebook. Ich mache jetzt bloß mal schnell ein bisschen leiser. Mein Name ist Jürgen Braun, ich bin auch der spirituelle Anarchist, für die, wo es noch nicht wissen. Das Video heißt jetzt mal Nachricht an Marco Hümer, Kritik, Astral Real Talk. Das ist jetzt nur so ein Vorab-Video, vielleicht auch ein Ankündigungsvideo. Denn ich habe noch ein Video vor mit dem YouTuber Methode. Und zwar geht es um den Streit, den Konflikt mit Marco Hümer, die Kritik an Marco Hümer. Und zwar betreffend hauptsächlich mit seinen Seminare. Schwerpunkt der Kritik ist einfach, dass seine Seminare zu teuer seien. Dieses Video möchte ich jetzt mal direkt an Marco Hümer richten. Lieber Marco, du hast in deiner neuen Videoserie Wer ist Marco Hümer? Da hast du dich ja so erklärt und du hast dann auch gesagt, dass deine Fans, Kunden und wie man auch sagen will, sollen dir sagen, was man verbessern soll oder was du jetzt anders machen sollst auf Grundlage dieser Kritik, ob du aufhören sollst bei YouTube und oder nicht, ja. Und ja, also lieber Marco, ich bin ein Kunde von dir, also ich habe sogar die Cosmic Out of Body von dir gekauft. Das heißt, auch trotzdem, dass ich Hartz-IV-Empfänger bin, habe ich mir das Geld zusammengespart, habe also die günstigere Version gekauft von Out of Body, Cosmic Out of Body, so sorry. Und ich habe den Kanal abonniert, ich gucke deine Videos an, ich unterstütze dich, wo es geht, ich teile deine Videos auf Facebook und so weiter. Also, wie gesagt, ich bin ja Jürgen Braun. Und jetzt ist aber die Sache, du sagst ja, was so verbessern soll. Und das Recht nehme ich mir auch, weil Kunde ist ja König. Und wie gesagt, also Kritik bringt einen ja weiter, wenn sie natürlich nicht beleidigend ist und nicht unter der Gottlinie, ja. Ich habe jetzt diesen Fall mit, ich habe jetzt die Videos angeschaut von Astral Real Talk und ich, und nicht nur ich, sondern auch der YouTuber Methode, wir sind ziemlich schockiert und das macht uns alle sehr traurig und erschüttert uns eigentlich auch und das ist wirklich was, Sache, ein Fall, wo uns alle, also wir, wo doch spirituell sind, ja, sehr geschadet hat. Es gibt ein großes Problem in der spirituellen Bewegung und spirituellen, ich nehme jetzt mal spirituell, esoterisch, mystischen Bewegung, die ganzen, wenn man den ganzen Bereich nimmt, gibt es so einen Vorwurf. Und der Vorwurf heißt, ist der Vorwurf der Geldmacherei. Ja? Das ist Konventionelle, dass man sagt, ja, das ist eh nur alles Geldmacherei. Ja? Und dazu hat jetzt dieser ganze Vorfall jetzt irgendwo nicht gerade zum Positiven für uns beitragen. Und das ist sehr scheiße, sagen wir mal so gut deutsch gesagt. Marco, du hast jetzt in dem Video gesagt, ja, es wird sich immer einer beschweren und so. So einfach ist es nicht. Also jetzt, wenn ich jetzt mal komme zu der positiven Kritik, wo ich jetzt mal anbringen will, oder zu dem Verbesserungsvorschlag. Du kannst natürlich machen, was du willst. Du kannst auch sagen, du kannst es nicht umsetzen, ist ja eine andere Geschichte. Aber jetzt mal so, Buddha sagt zum Beispiel, dein Feind ist dein größter Lehrmeister. Das heißt, der Kritiker, sagen wir mal, man soll schon auch die Kritik auch annehmen, ja. Ohne dass ich jetzt Real Talk verteidigen möchte. Da gibt es ja dann nochmal ein Video, wo ich dann auch die auseinandernehmen will. Aber, ja, in Anführungszeichen halt. Alles sehr differenziert, ja. Aber, du sagst, ja, du kannst, also das ist ja nicht so die Real Talk ist ja nicht nur so eine Haterin, die mal aber einen Kommentar ablässt, sondern die hat ja einen richtigen Kanal und hat schon 3 Videos gegen dich gemacht. Das ist ja schon ein bisschen mehr. Das ist schon ein bisschen mehr als nur so ein kleiner Hater-Kommentar, wo man sagen kann, ja, die haben immer was zum Kritisieren. Na. Also da steckt schon mehr dahinter. Und ich sag nur, wie ich es machen würde, oder ich sag nur, was man vielleicht besser machen könnte, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre. Schau mal. Und da bin ich mit auch nicht allein. Ich habe mir seine Videos jetzt lang angeschaut und der Methode auch. Du hast immer mehr Werbung eingebracht. Ja? Man hat so das Gefühl, dass sich das Ganze immer mehr so kommerzialisiert hat. Du hast dann immer wieder auf deine
binaurale Beats deutet, auf den Shop deutet, immer in den Videos, ja, und dann da gibt es den binauralen Beat und das und das. Also zu viel Werbung. Also von meinem Empfinden her, ich als Kunde, als User deines Kanals und so, empfinde, du machst zu viel Werbung. Ja. Du hast das Ganze ein bisschen zu sehr kommerzialisiert. Ja. Weißt du, das Ganze, was du da erzählst, das Spirituelle mit den Astralreisen und luziden Träumen, das ist sowas Heiliges, sowas Spirituelles. Ja. Da muss man das einfach von dem Konventionellen trennen. Ich verurteile niemanden, wenn er Geld verdienen will, um Gottes Willen. Ja. Da muss man sich ja immer selber in der eigenen Base. Wer will nicht seinen Kanal hochbringen? Wer will nicht seine Produkte verkaufen? Kann ja verstehen, klar, Unternehmen und so. Aber wenn man ständig Werbung kommt, das nervt halt dann irgendwann. Ja. Und das andere, okay, ich bin ja dann noch weiter zum Recherchieren. Ich und Methode versuchen jetzt auch Preise zum Vergleichen. Ich würde nur allgemein sagen, mir ist es auch egal, ob jetzt der andere billiger ist oder teurer ist oder so, sondern es ist eigentlich allgemein so meine Kritik irgendwo. Man sollte versuchen, auch die Armen zu gewinnen oder auch die Produkte so vom Preis her niedrig zu halten, dass es sie auch die Arme leisten können. Ja. Zum Seminar muss ich sagen, also ich glaube, da spreche ich für viele Interessenten, sage ich jetzt mal, dass es ausreicht, dass 2 Tage Seminar ausreicht. Also ich würde nur 3 oder 4 Tage machen und dadurch den Preis immer steigern, das ist falsch. Ja. Ich sag mal so, wer es nach 2 Tagen die Astralreise immer noch nicht hinkriegt, der kriegt es auch nicht hin. Also das ist dann einfach, dann hat es nicht soll es sein. Ja. Ich meine, wenn in 2 Tagen, wenn ich da binaurale Beats höre und auch wenn ich da mit Pausen oder so, ja, da dreht mir der Schädel, da habe ich so einen dicken Kopf auf. Ja. Also versuch doch, lieber Marco, also es ist schon noch ein Tipp, versuch doch trotzdem so eine Politik, so eine Discount-Politik zum Fahren, also so wie ich glaube auch der Jonathan Dilas das glaube ich, macht, dass man möglichst viele Leute erreicht zum geringen Preis, auch mit den binauralen Beats, Preis runter, dadurch viel Kunden kaufen und viel Kunden gewinnen. Ich glaube sogar, dass man da mehr Gewinn macht, ja, mit dieser Discount-Strategie. Ja. Versuch doch vom Preis runter zum Gehen, in allem, sage ich jetzt mal. Auch wenn die Qualität gut ist, spielt ja keine Rolle. Aber ich meine, das sagt ja jeder. Ja, auch der, wo für 10 Euro seine binauralen Beats verkauft, sagt, ja, oh, ich habe da so viel gearbeitet und so viel investiert. Mag es, ey. Ja. Aber was bringt's denn? Was bringt's denn? Das ist doch die Frage. Du sagst ja selber, du hast ja Mission, du willst, dass die Leute sich ihr Bewusstsein erweitern. Ja, aber da muss ich doch die breite Bevölkerung versuchen zu erreichen. Gerade die Armen. Ja. Was wenn die Reiche, was wenn die Wohlhabenden mit der Strahlreisen? Was wenn, denen geht es doch schon gut, die haben doch schon alles. Ja. Gerade die Armen, die Erfolglosen, die, wo Probleme haben, ja, die müssen doch das lernen, damit sie ihre Bestimmung finden, damit sie ihre Talente finden, ja, und so mehr eben mehr aus ihrem Leben machen können. Deswegen. Ja. Das wäre jetzt auch so meine Mission und das habe ich auch mit Methode vor, wenn wir das jetzt mal richtig drauf haben mit Astralreisen, dass wir so und unsere Kurse anbieten. Man könnte da zum Beispiel auch sagen, dass zum Beispiel gegen Vorzeigen eines Hartz IV Bescheid, dass man zum Beispiel einen Kurs oder Seminar kostenlos anbietet. So haben wir das jetzt zum Beispiel vor. Ja. Du hast ja gesagt, okay, Hartz IV Empfänger haben doch auch mehr Zeit. Ja. Finde ich schon ein bisschen frech, aber gut, okay. Ja gut, klar, stimmt, aber ist halt, na, okay, naja, lassen wir mal gut sein. Aber was ist mit den Niedriglöhnen? Was ist eigentlich mit denen? Ich weiß ja nicht, wie es in Linz ist, also wie es in Österreich ist, ja, aber in Deutschland arbeiten viele Leute im Niedriglohnsektor und wie sollen sie sich solche Kurse leisten? Also Kritik geht ja nicht nur an dich, sondern auch an andere, die so Seminare anbieten. Ja. Ich spreche jetzt halt bei dich an, ja, weil es ist halt gerade das Video, das ist auf jeden Fall. Das ist doch die Frage. Wie sollen die sich das leisten? Und die schaffen auch hart. Und wenn du sagst, ja, die müssen halt mehr arbeiten, dann können sie sich auch die Seminare leisten. Ja? Da spricht ein bisschen Arroganz dahinter, muss ich sagen. Und das finde ich nicht okay. Ja? Das ist schon ein bisschen arrogant. Es gibt viele Leute, die arbeiten auch hart. Die arbeiten im Niedriglohnsektor, die Putzfrauen, Pflege etc. Und die kommen trotzdem nicht zu dem Geld, dass sie sich solche Seminare jetzt leisten können. Und von wegen Fleiß gleich reich, ja, das ist eben nicht der Fall. Dann empfehle ich dir nämlich folgendes Buch, Lexikon der populären Irrtümer, ja, von Walter Krämer. Da liest du mal auf der Seite 262, also 263, der Irrtum, hier, reich wird man durch harte Arbeit.
wird hier als populärer Irrtum bezeichnet. Ja. Weil es ist eben nicht so, es gibt viele Leute, die sind fleißig und sind, bleiben trotzdem arm. Und es gibt viele Reiche, die haben geerbt, ja, und die liegen auf der faulen Haut und das sind reich. Ja. Also bitteschön, also das ist, das kann ich mal also nicht so unterschreiben. Okay. Ja, also Marco, bitte nichts für ungut. Also ich hoffe, das verstehst du jetzt. Also die Methode wurde auch nochmal den ganzen Fall nochmal recherchieren. Wir sind also richtig geschockt und es ist also richtig schade, was jetzt da gelaufen ist. Und ich hoffe, dass sich das widerlegt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch diese Videos angeschaut und ich muss sagen, ich bin sogar mehr auf deiner Seite. Also ich kritisiere das, was die Real Real Talk da noch viel schärfer. Also das ist für mich ein Rundumschlag. Das sind für mich Hassvideos. Das ist Neid. Das ist für mich nicht in Ordnung. Das ist undifferenziert, die Kritik von der. Ja? Also ich bin sogar eher noch auf deiner Seite. Aber ich sage halt auch immer, auch der Feind, sag jetzt mal so, will einem was lernen. Du sagst es ja selber. Ja? Ist das ja vielleicht, kommt es ja auch vom Seelenführer, der vielleicht irgendwas lernen will oder zeigen will, wo da vielleicht noch Probleme sind, wo du noch an die Arbeit musst, dass du dich dann auch verbesserst, etc. Ja. Und von dem her gesehen, ja, Kritik bringt uns immer weiter. Das war jetzt einfach so mein Feedback. Ja. Was wollte ich noch sagen? Mach auf jeden Fall weiter. Mach auf jeden Fall weiter. Also deine Videos haben mich um 10 Jahre weitergebracht, mein Bewusstsein wirklich erweitert. Ja. Also Marco, was du geleistet hast jetzt, also in Sachen Bewusstseinserweiterung, also da können sie manche Scheibe abschneiden. Ja. Also verstehe mich richtig, das ist jetzt nur so diese minimale Kritik oder positive Kritik, vielleicht da ein bisschen mal die Gedanken machst, einfach mal so, dass du denkst, okay, vielleicht kann ich das irgendwie ein bisschen anders handeln. Ja. Also zum Beispiel weniger Werbung, auf jeden Fall, das müsste doch mal drin sein. Ja. Seminare kürzen und vielleicht günstig halten, auch die ganzen binaurale Beats vielleicht versuchen, vom Preis ein bisschen runter zum Gehen. Also so würde ich jetzt zum Beispiel machen, ja. Und ich würde auch auf jeden Fall vielleicht auch mal so eine Weihnachtsaktion machen für die Armen, ja. Ich sage ja, gerade die Armen müssen wir doch spirituell machen, müssen wir doch das Astralreisen lernen. Gerade die sind es doch, ja, die Wichtigen. Sonst wird das alles wie so ein Kassensystem, nur die Reichen können sich die spirituelle Weiterentwicklung leisten und haben da die Möglichkeiten und die Armen bleiben dann auf der Strecke und so. Und das ist doch blöd. Also finde ich das nicht gut. Ja, es ist schon so meine Meinung. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal so vorab das Feedback jetzt zu dem Video. Du hast es ja gefragt und deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, ich habe das jetzt mal geantwortet. Gell? Okay, also gut, Marco. Ich sag jetzt mal, wie gesagt, ja, ich wollte sagen, okay, ich habe jetzt halt ein Video gemacht, weil das Kommentieren, ich hätte jetzt so lange schreiben müssen, dann dachte ich, mache jetzt einfach mal so ein Video, so spontan, ja. Okay, also Marco, nichts für ungut, Licht und Liebe, wie gesagt, das war halt nur so, was mir jetzt so aufgefallen ist, ja. Also, und sonst passt ja alles, also sonst muss ich sagen, finde ich deine Videos also absolut top und kann es auch absolut nur weiterempfehlen. Okay, alles klar. Bis dann. Mach's gut.